Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir Power und Revolution mit Apfel. Morgen. Oder Dämon. Wie oben so steht, wir sind heute mal in der USA. Und wir werden einfach versuchen, USA zu zerstören. Das ist der ganze Hintergrund in diesem Projekt. Wir versuchen einfach nur Länder zu zerstören. Wenn wir USA sind, wollen wir da nicht mit der USA andere zerstören? Ja, aber in dem zerstören wir ja auch die USA. Sag mal, kann man eigentlich in dem Spiel Atombomben auf sein eigenes Land abwerfen? Lass versuchen! Nein, ich glaube nicht. Du schießt einfach so senkrecht nach oben. Ja! Triffst du dein eigenes Haus. Ich stelle mir das gerade so vor. Was ist jetzt? Silvesterabend des Staatschefs. Als Höhepunkt zum Jahresende hat unser Staatschef beschlossen, Zitat, zu den Wurzeln unserer traditionellen Kultur zurückzukehren und ein charmantes kleines Dorf im Hinterland zu besuchen. Warte, ich schau bei mir mal. Aus einer Pludehose, einem pailletierten, ich glaube, das liegt nämlich an mir. Ne? Warte. Kurze Cut. Dann haben wir es geschafft. Da sind wir wieder. Und ja, das geht noch besser, ist mir jetzt egal. Wir werden jetzt erstmal versuchen, auf 100% zu kommen, dass wir, dass das Land halt ein bisschen Vertrauen in uns hat, bevor wir in den Krieg ziehen. Die Hälfte hast du, ist wie nicht? Ja, natürlich. 50% finden uns geil, 50% nicht. Wenn wir natürlich machen mit Umwelt, dann liegen uns die Leute dann. Gehen wir einfach mal ganz kurz geschmeidige 3,5 Milliarden aus für Umwelt. Kann man machen. Ja, danke, dass Sie an die Umwelt denken. Wir haben das jetzt bis 1% gebracht. Alter. Jetzt in die Pen im Fest. Ja, gut. Eine Woche vorbei. David Frederick. Jetzt machen wir erstmal. Natürlich, wir scheißen auf Washington. Wir werden jetzt erstmal Landesflagge ändern. Ja! Oh mein Gott! Hä? Wenn Sie ein Foto im JPEG-Format im Ordner kasten. Okay, das wird die nächsten Folgen gemacht. Name des Landes. Oh mein Gott! Ich weiß schon genau, welche Flagge es sein wird. Ja, also, ich glaube, wenn wir beide dasselbe denken, werden wir es lieber nicht machen. Haben wir es alles umbenannt? Ah, nein! Jetzt wäre es mal abgestimmt. Ich hoffe, es geht durch. Auf einmal steht da so komplett fett über den Land. Demon. Ich hoffe es. Nee, was? Ja! Was? Ja, es hat funktioniert! Jawoll! Demon Grottestag! Stell dir jetzt mal vor, Trump ändert einfach den Namen von USA in, keine Ahnung, irgendwas mit Trump. Trump ist da. Jetzt gehen wir natürlich erstmal in eine neue Hauptstadt. Warte, ich suche mir jetzt irgendein kleines Drecksdorf aus. Nimm Virginia Beach, Alter, nimm den Strand. Wir machen einfach den Strand zu unserer Hauptstadt. So, wann ist das? Am 4.2., ne? Ja, ich hab in Deutschland habe ich auch schon mal München zur Hauptstadt gemacht. Ist zwar nicht so gut angekommen, aber es hat funktioniert. Ich find das so geil. Demon Grottestag. Aber das ist halt jetzt erst durchs DLC gekommen. Ich hab's mit dem DLC noch nicht gespielt. Aber da oben passt leider nicht hin. Demon G. Ich hab die ganze Zeit auf Pause gehabt. Ich habe mich gewundert, warum es nicht weitergeht. Oh, Junge. Oh, Demon Grottestag, neuer Ländername. Die öffentliche Meinung reagiert äußerst negativ auf diese Änderung. Ja, du hast 100%, also. Ja. Gute Arbeit. Juckt mich nicht. Rechte von Frauen? Was? Was? Da war einfach so ein mittelmäßiger Smiley, wo einfach daneben gestanden ist, behindert. Kann man versuchen. Also ich weiß auf jeden Fall, wie es geht, wie ich den Krieg anfangen kann. Aber ich bin gerade noch ein bisschen überfordert. Alter.
Militärische Option? Seit dieses Landes in Krieg gehen? Niemals. Ja, Russland? Bestätigen. Huh. Jemand Kurdistan erklärt Russland den Krieg. Oh oh. So. Jetzt wäre interessant. Gesetz überwechselt mit der Hauptstadt. Stimmt, das haben wir auch noch. Das Gesetz tritt heute in. Jawohl, wir haben jetzt die neue Hauptstadt. Es ist so dumm. Ja, Armee. Ja, Armee. Jetzt? Ah, Volksaufstand. Oh nein, Volksaufstand in der Hauptstadt. Wir haben ja eh schon Krieg mit dem. Moskowskia. Moskowskia. Wie, hast du überhaupt schon eine Atombombe? Ja, wir müssten eigentlich Atombomben haben. Aber ich weiß noch nicht, wie ich die auf. Warte, Neuwahlen vorschlagen. Ja, wir schicken natürlich die Armee hin. Zu einem Volksaufstand. Das ist ganz normal. Ja. Wo ist denn unsere Hauptstadt? Ah, unser. Laut ihren Anweisungen wurde das Feuer erwidert, was zu einigen Todesfällen in den Reihen der Aufständischen führte. Was? Ein Massaker, das Militär feuert und tötet? Und das hat die Bevölkerung sehr wohl verstanden. Okay, scheinbar hat das Militär es nicht hinbekommen, 3 Leute festzunehmen. Nee, sie hat sie einfach erschossen. Ja, es gab auf beiden Seiten Toten, wurde gesagt. Wir müssen sie alle abhauen. Passt. Ja, wieder raus. Ja, du hast da gerade noch irgendwas mit Atomraketen, ne? Auswählen. Abbauen. Geheime Produktion von Atomraketen. Können wir mal gucken. Eine Atomrakete ist eine Massenvernichtungswaffe. Gefällt uns. Sie wird nicht als konventionelle, sondern als Abschreckwaffe gesehen, die einen massiven Angriff verhindern soll. Ich herstelle ungefähr Waffenstöße gegen den Lichtverbreitungspakt. Aber ja, den haben wir doch sowieso gerade gekündigt. Anzahl der Nuklearraketen 6000. Aktuell haben wir 4075. Ja, aber wenn schon hier steht, dass es bloß als Abschreckwaffe dienen wäre, ist ein bisschen traurig. Warte, wir können mal einen neuen Vertrag schauen. Nee, das ist. Oh, Schwarzmarkt. Was? U-Boot mit Nuklearraketen, ne? Das brauchen wir. Nee, das ist... Oh ja. Ich bin ein bisschen. Schon wieder hier drin. Ja, wir können einfach mal jetzt. Wir können jetzt einfach mal ganz kurz Mexiko anklagen, mal gucken, ob das durchgeht und wir sie angreifen dürfen, sonst greifen wir sie einfach so an. Mexiko. Ja. Ja, gut. Ich hab's da keine Lust drauf zu warten. Ja, greif an. Ja. Ja. Oh Gott, was ging jetzt an? Oh Gott! Ultimatum. Ja, Mexiko stellt ein Ultimatum. Oh lol. Da wird eh schon Krieg geführt. Der Beitritt. Der Botschafter von Mazedonien hat um Aufnahme seines Landes in unserer Organisation gebeten. Natürlich. Natürlich. Militarismus. Was geht da ab? Die Stadt ist gefallen. Schlacht um Tuciana. Niederlage. Fuck. Ja, wir verlieren gerade. Ja, das unten soll diese. Ja. Das sind unsere. Echt? Alter, wir werden richtig. Wir werden vernichtet. Ich glaube, es ist ein bisschen. Es ist auf jeden Fall nicht richtig so. Die Stadt ist gefallen. Jawohl, noch eine Niederlage. Hä?
Das ist doch nicht so schlecht. Sollten wir eigentlich echt nicht. Oh nein. Okay, wir müssen echt wissen, schauen, wo wir die Wehrpflicht einführen können. Zerstörung der Banken. Die Wehrpflicht? Da ist die Wehrpflicht einführen. Ja. Aber das muss ich dann auch erstmal durchgeben. Das ist ja nur Krieg, das geht durch. Wer überleben will, muss kämpfen. So, sind das alles. Warum machen wir nichts? Hättest du gerade doch einen militärischen Stützpunkt vor uns. Ja, eh. Ich find's geil, wie groß die Panzer im Vergleich zur Map sind. Ja, es ist halt wirklich geil. Juras. Ja, wir haben Tichuan genommen! Ja! Jawoll! Demon Grotzistan! Weil die Grenze war vorher nicht so, oder? Nee. Jawollo! Jawoll! Jetzt läuft's! Schau mal deine Beliebtheit an! Ja, da muss ich jetzt kurz was machen. Ja, geh auf Familie, das lieben alle. Die Resolution wurde abgelehnt, ja, ist mir ja. Nein, bei Familie kann ich glaube ich nicht viel einstellen. 20, schon mal kurz wieder 30 Milliarden rausgehauen. Du gehst vielleicht nicht mehr. Ja gut, wir können Familienhilfe festlegen. Ich finde es geil, wenn man Deutschland auswählt, ist da schon etwas eingestellt, ja. Aber würde ich einfach gar nicht. Ja, was jetzt? Beziehung, ja. Das mögen die Leute immer, vor allem in den USA. Irgendwas geht alles mit grün. Die Stadt ist gefallen. Ja, mal wieder eine Niederlage. Nein, ich glaube, ich muss einfach das Kriegsrecht wieder. Das Kriegsrecht aufheben. Das Kriegsrecht richtet einen Ausnahmezustand, in dem die Armee die Aufrecht. Ja. Jawoll! Ja, lassen wir das ziehen sie runter. Ja, das ist halt. Vielleicht, wenn du den Krieg beendest. Vielleicht. Ja, ich glaube, dass dann wieder hochgeht. Du hast halt viele Volksaufstände, ne? Ja. Wurde angenommen? Perfekt. Ihre Veränderung wurde abgelehnt. Das Abkommen kommt nicht zustande. Hey, wenn sie den Krieg. Naja, nicht. Also, ich will jetzt. Nicht, dass wir jetzt instant rausgeworfen werden. Obwohl, das, ja, okay. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Ja, eben. Ja, egal, wir greifen weiter an. Ja. Ja, Ostern. Ich lösche da mal ein bisschen was. Nochmal etwas von Mexiko. Friedensvertrag nochmal. Ja, von mir, ja. Wie sie jetzt denselben Betrag in wenigen Jahren zahlen wollen. Verhandeln wir nochmal. Von Mexiko? Ja. Grenzen verändern. Die zwei Länder teilen ihre Grenzen so auf, wie sie die Gebiete militärisch erobert haben. Ja gut, das heißt, wir haben jetzt Juarez leider nicht mehr bekommen. Egal. Sollte der Krieg. Aber. Auf. Du musst wohl die Zeitung lesen, schauen, was da rechts abgeht. Ja. Geiselnahme. Ja, okay. Ja gut, ist mir egal. Das ist ernst zu sagen. Okay. Ja gut, aber wir haben jetzt Frieden eigentlich. Oh. Wie ist jetzt? Raumfahrtprogramm. Was willst du in Portugal jetzt? Ich weiß nicht. Aber, ne, keine Ahnung. Ist mir auch egal jetzt. Was passiert da oben gerade? Ja, so ein bisschen. Geiselname. Ausstand natürlich wieder glücklich. Das sollte doch heilig Frieden haben. Ja, eigentlich schon. Aber wenn sie unbedingt Krieg wollen. Mal gucken, ja, was das da jetzt für ein Konflikt ist. Krass, unsere Jungs haben große Arbeit geleistet. Die Frage von El Paso. Wo ist El Paso? Frankreich? Frankreich erklärt Russland den Krieg? Was? Wir schaffen es! Was? Sehr verehrte, angesehene Mitbürger. Verbinde dich mit. Alter, du musst dir Frankreich einholen und eine militärische Allianz gründen. Ja, auf jeden Fall. Angesichts dieser wiederholten Provokation.
Übrigens, die fahren gerade über die eine. Ich glaube, die wollen die Grenze zurückerobern. Ich seh's gerade. Ja, ich würde sagen, Mexiko hat sich nicht an den Vertrag gehalten. Ja. Also, wir müssen jetzt die Stadt von Russland vollständig unter unserer Kontrolle. Was? Wir führen gegen Russland auch noch Krieg? Ich dachte, was? dann holen wir uns jetzt erstmal nochmal ein Meeting mit Frankreich ab. Wenn ich dann mal ganz kurz alles gelöscht habe, dass ich dann auch mitbekomme, wenn das Meeting ist. Meeting-Anfragen, bestens so schnell wie es geht. Welchen haben wir denn? Wir haben jetzt den 20. Ich würde es am 21. machen. Okay, dann wieder zurück nach Grottis. Alter! Dämon Grottistan. Ja, da fehlt ein bisschen. Schwarz und stark, bitte. Ja. Schwarz und stark, wie immer. Natürlich. Eine militärische Allianz. Ja gut, wir haben eh schon eine Allianz. Dann... warum will ich jetzt nicht absenden müssen? Die Gesetze sind inkompatibel. Jetzt wird es gehen. Ja. Ihre Änderung wurde abgelehnt, das kommt... Okay, aber wir haben jetzt eh schon ein Bündnis, also ist eh egal. Nee. Ey, Alter, die, was die gehen rechts unten an der Grenze ab? Oh, lol! Die fahren bei uns ein. Die haben die Stadt gleich wieder erobert. Hä? Was geht jetzt ab? Egal, du bist beliebt. Hä? Offensive Strategie gegen Weißrussland? Dieses Landes sind in einem heftigen Gegenangriff. Annehmen. Bericht über Krieg. Moral der Truppen ist ausgezeichnet. Wir können stolz auf unsere Jungs sein. Wir hatten trotzdem 39.000 Verluste. Gegenüber 139 des Feindes. Oh mein Gott. Das heißt, ja, wir sind krass. Die Frage ist jetzt, wer? Mexiko oder Russland? Ja, Mexiko. Weißrussland erklärt noch. Ja, die erklären es jetzt auch den Krieg. Da persistieren unsere Geräte, die Zeichen vulkanischer Tätigkeit. Oh Gott. Ja! Ja. Scheiß auf die vulkanischen Tätigkeiten, wir haben Juras. Ja, es wäre halt noch richtig geil, wenn wir jetzt das da unten noch einnehmen würden. Ja, du hast da unten gerade ein Kriegsschiff. Du hast ja gerade beim Panzer auswählen können, mit was der schießt. Alter. Da unten, was ist ein Kriegsschiff? Oder ist das gerade gestorben? Nein, das ist. Du hast das doch auswählen können. Das zweite sind. Warte, es steht halt einfach gar nichts dort, da. Ja, das, wo aussieht wie Raketen, nimmst du mal. Alles, was aussieht wie Raketen, ist gut. Große Arbeit geleistet. Jawohl. Ja, wir haben Juarez. Immer noch. Ja gut, dann werden wir das wahrscheinlich im nächsten Part erst da oben, La Paz. Gipfeltreffen, Fußball-Weltmeisterschaft. Schön. Ja, genau. Das interessiert uns jetzt. Da prügeln sich Mexikaner und die USA ja gleich auf dem Fußballfeld. Ja, genau. Friedensvertrag. Dann unveränderte Grenzen, ich verstehe es nicht. Ja, weil sie feige sind. Aber haben wir jetzt irgendwie nichts eingenommen, was die Grenze verändern könnte, oder? Nee, naja, eigentlich nicht. Wir haben leider keine Fortschritte gemacht. Ja, also die Stadt unten wird ja gerade von uns eingenommen. Ja. Also wenn wir die Stadt jetzt erobern könnten, das würde uns halt zu viel bringen. Ja, aber die Chance, dass das passiert, ist halt jetzt auch nicht wirklich so groß. Nee. Ich find's aber immer noch krass, wie hoch unsere unsere Werte sind. Ja, es ist krass. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen was in Sport stecken, weil da gerade ein Minus war. Du gehst pleite, Junge. Ja, guck, geht schon wieder hoch. Also bevor die Stadt hier nicht erobert ist, werden wir keinen Friedensvertrag einnehmen. Oder vor allem halt irgendeine Stadt. Oh Junge. Wir haben ja wenigstens haben wir Juarez. Da gibt's jetzt sowieso schon nichts mehr. Ich find's geil, wie man bloß ein Schiff von dir auf dem Meer rumfeuert. Ja, aber die Raketen von dem Ding. Test die Raketen auf Laplace. Oh, der schießt gerade. Oh lol. Es kann jetzt scheinbar wahrscheinlich bloß auf irgendwo. Oh mein Gott, was passiert da? Erobern wir gerade die Stadt? Ich hoffe es. Ich hoff's auch. Die Stadt ist gefallen. Okay. Okay, den Krieg haben wir verloren gegen die Stadt.
Man sieht einfach nur so. Hä? Eine spanische Rakete? Ein spanisches Schiff? Also, es ist ein Handelsschiff. Ein Passagierschiff. Das musst du Ach so. Ein spanisches Passagierschiff. Was war für ein spanisches Passagierschiff? Warum fährt man, wenn. Ja, ich denk's mir halt! Warte, das sind Flüchtlinge. Was machen die hier? Raus! Okay, sind weg. Ey, es wäre halt schon irgendwie geil, wenn wir jetzt eine von diesen Städten vielleicht irgendwann mal irgendwas erreichen könnten, ne? Alter, das wäre geil. Ja, okay, ich muss mich jetzt fertig machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch kurz den Friedensvertrag, dass... Die Stadt ist gefallen. Ja gut, wir haben wieder verloren. Die ich dachte mir, wenn man USA nimmt, gegen Mexiko, East 1000%. Ja, hier. Dachte ich mir auch, aber scheinbar sind die gar nicht so schlecht. Also mach ich jetzt noch kurz den Friedensvertrag, während du noch da bist. Ah, Grenzen verändern. Und lassen wir sie jetzt einfach nicht allzu viel zahlen, weil das, sonst nehmen sie es nicht an. Bleiben wir bei 20 oder so. Ja, in zwei Jahren. Warte, du musst da oben einstellen vom Mexiko. Kriegsschulden von Mexiko an Demokratistan. Achso, ich dachte, ich habe nicht schon gelesen, so von Demokratistan an. Nee. Okay, ja, absenden, dann hoffe ich, dass die... Ja. Hoffe ich, dass die es gleich kommt. Mexiko und? Hä? Hä? Hey, ihr Ernst? Ja. Ja gut, wenn... Wenn sie es wollen. Sag, komm, wird unterschrieben. Und die Grenze hat sich verändert. Ja, es geht trotzdem weiter. Aber, dann will ich jetzt einfach mal sagen, was das? Du konntest aber auch deine Truppen von Mexiko wieder rausziehen, vielleicht hören sie dann auf. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Grottis Khan. Ja. Dann speichern wir. Und dann war's das für die erste Folge von Wir zerstören die USA. Und schau auf jeden Fall mit Demon vorbei. Hello. Nächste Folge werden wir dann Mexiko komplett erobern. Und ja, genau. Ja, und dann wird's weitergehen mit dem nächsten Krieg. Ich hoffe, dass wir nicht abgesetzt werden. Sieht gar nicht so gut aus bei 38%. Ja. Aber dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und ciao.